Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Weil es wohl nur noch eine Frage der Zeit war, bis die britische Premierministerin aufgibt, hat die Boulevardzeitung Daily Star vor einer Woche zum Wetten aufgerufen. Wer würde sich wohl länger halten? Liz Truss oder dieser Kopfsalat? Und hier kommt das Ergebnis von heute. Der Salat hat gewonnen und feiert das mit Discokugel und Gin. Liz Truss ist die am kürzesten Regierende in der Geschichte Großbritanniens seit fast 200 Jahren. Der Schaden ist groß und das Königreich kopflos. Sven Lohmann. Ein bisschen erinnert es an das grüßende Murmeltier. Das Sprechpult wird am Mittag schon wieder vor dem Regierungssitz zurechtgerückt. Wie erst vor gut 3 Monaten im Sommer. Damals kommt er noch aus der Tür. Hi, everybody. Umringt von seinen Unterstützern. Heute ist sie es, nahezu allein, aber mit der gleichen Ankündigung: Rücktritt. Ich hatte eine Vision, mit niedrigen Steuern die Wirtschaft anzukurbeln, die Freiheit des Brexit umzusetzen. Ich muss erkennen, dass ich das angesichts der Situation nicht liefern kann. Deshalb habe ich dem König mitgeteilt, dass ich zurücktrete. Die neue Margaret Thatcher wollte Liz Truss werden, mit radikalen Steuersenkungen und einem schlanken Staat die Wirtschaft ankurbeln. Jeder profitiert von einer wachsenden Wirtschaft und einer besseren Zukunft. Ein marktradikales Konzept und ein Experiment, das krachend scheitert. Seit ihren Ankündigungen ist Großbritannien in einer schweren Wirtschaftskrise. Ihr letzter Besuch bei König Charles wird zu einem demütigenden Moment. Da sind sie ja wieder. Oh, meine Liebe, naja. Wie im Sommer ist Großbritannien schon wieder fassungslos über seinen Premier. Truss, genau wie ihr Vorgänger, trotzt allen Rücktrittsforderungen. Ich bin eine Kämpferin, keine, die abhaut. Ein dramatischer Moment dann gestern Abend. Eine Abstimmung über Fracking soll gleichzeitig eine Vertrauensfrage über Liz Truss sein. Offenbar werden konservative Abgeordnete bedrängt, für die Regierung zu stimmen. Die Opposition berichtet von dramatischen Szenen. Ich habe Abgeordnete gesehen, die handgreiflich angegangen wurden und schikaniert. Wieder einmal laufen frustrierte, entgeisterte Tories durch das Regierungsviertel. Ich hoffe, alle, die Liz Truss zur Regierungschefin gemacht haben, können noch in den Spiegel schauen. Der Schaden, den sie unserer Partei antun, ist enorm. Also macht sich wie im Sommer wieder eine hochrangige Gruppe aus der konservativen Partei auf, um zu sagen, es ist zu Ende. Nach nur 6 Wochen ist Liz Truss Zeit vorbei. Nun beginnt die Nachfolgesuche. Und einer der Namen, der unter vielen auch gehandelt wird, ist: Das Murmeltier grüßt. Boris Johnson. Ja, den Irrsinn in der britischen Politik zu verstehen, hilft uns jetzt Christoph Meyer. Er ist Professor für europäische und internationale Politik am King's College in London. Guten Abend, Herr Meyer. Guten Abend, Frau Miaska. Ja, was ist aus Ihrer Sicht am Ende der Punkt gewesen, an dem Liz Truss scheiterte? Ja, der Hauptpunkt ist sicher, dass sie den Rückhalt in ihrer Partei verloren hat. Sie ist schon von vornherein mit relativ wenig Rückhalt ins Amt gestartet. Nur ein Drittel der Parlamentarier hatten sie überhaupt gewählt. Und dann hat sie den Traum eines Flügels ihrer Partei, nämlich nach einem schlanken Staat, nicht realisieren können und den Marktkern der Konservativen schwer beschädigt, weil die Finanzmärkte überreagiert haben. Im Hintergrund sind die Verletzungen von vielen Jahren von Rebellion und Konflikt innerhalb der konservativen Partei, sodass sie letztendlich ein Opfer der Konfliktlinien und der Brüchigkeit der konservativen Partei geworden ist. Die politische Misere in Großbritannien dauert ja schon ein wenig an und Truss ist nicht die erste, die scheiterte. Kann man zu diesem Zeitpunkt sagen, der Brexit frisst seine Kinder? Das ist teilweise sicherlich richtig. Zur Zeit des Referendums wurden Versprechungen gemacht, die sich gegenseitig ausschließen. Zum Beispiel
Handelsbeziehungen aufbauen zu neuen Märkten und gleichzeitig zu versuchen, einen starken Staat und ein starkes Gesundheitssystem aufzubauen. Das passte alles nicht wirklich gut zusammen. Und diese Widersprüche haben dazu geführt, dass innerhalb der Partei Flügel entstanden sind, die sich zunehmend bekämpft haben und die nicht leicht miteinander zu vereinbaren waren. Nur Boris Johnson hatte es 2019 geschafft, diese Koalition zusammenzuführen. Die Abwahl von Boris Johnson hat so eine Art Landrutsch ausgelöst und es geschafft, dass diese Konflikte dann ins Offene hinausgebrochen sind. Können Sie sich vorstellen, dass es noch jemanden geben kann, der das schafft, die Flügel zusammenzuführen? Was muss ein neuer Premierminister oder eine neue Premierministerin künftig besser machen? Der neue Premierminister muss sicherlich versuchen, die verschiedenen Flügel oder Repräsentanten der verschiedenen Flügel in sein Kabinett zusammenzuführen und eine Art Einheitsregierung der Konservativen zu bilden. Das wird nicht leicht sein, weil gerade die starken Persönlichkeiten sich über die Jahre viele, viele Feinde gemacht haben in den anderen Lagern. Rishi Sunak zum Beispiel, der Finanzminister war, wäre ein guter Kandidat, aber ist gerade bei den Unterstützern von Boris Johnson sehr verhasst oder jedenfalls sehr unbeliebt, während Boris Johnson auch viele Feinde hat aufgrund seiner Amtsführung bzw. aufgrund der Versprechungen, die er gemacht hat. Also es ist nicht einfach zu sehen, was ein Einheitskandidat sein kann, aber er müsste in der Tat versuchen, Stabilität wiederherzustellen und die richtigen Signale an die Finanzmärkte zu senden, dass die neue Regierung hält und dass die neue Regierung vernünftige Haushaltspolitik machen kann. Wer ist denn in Ihren Augen der wahrscheinlichste nächste Kandidat? Ich würde nach wie vor auf Rishi Sunak tippen. Okay, dann schauen wir mal, ob Sie recht behalten. Ich würde gerne noch wissen, wie das Ganze bei den Briten ankommt. Sie kennen die Umfragen. Haben die Menschen überhaupt noch Vertrauen in diese Politik? Sie haben sicherlich wenig Vertrauen in die konservative Partei. Es gibt viel Wut und Enttäuschung, gerade unter den Wählern der Konservativen. Auf der anderen Seite viel Schadenfreude. Es gibt auch ein unterschwelliges Gefühl, dass das politische System nicht wirklich gut funktioniert und dass es möglicherweise eine tiefgreifende Reform des politischen Systems geben sollte. Und zum Dritten gibt es natürlich Sorge um die gestiegenen Lebenshaltungskosten, um die Währung, die Inflation, die Energiekosten und wie es eigentlich eine Regierung schaffen kann, diese großen Belastungen gerade für die ärmeren Haushalte abzufedern. Die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Christoph Meyer. Danke für das Gespräch nach London. Gern geschehen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und zum Rücktritt der britischen Premierministerin hat Gabi Kostotz vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung. Zum ersten, zum zweiten und nun zum dritten Mal wieder ist eine konservative Regierung auf der Insel gescheitert. Nach Theresa May und Boris Johnson hat nun Liz Truss ihren Rücktritt eingereicht. Gut so, das war überfällig. Einen Rekord immerhin hat sie gewonnen, mit nur 45 Tagen von ihrer Wahl bis zum Rücktritt. Selbst in dieser kurzen Zeit hat sie es geschafft, das Land noch tiefer in die Krise zu stürzen. Dabei sollte sie nach Boris Johnson doch Ruhe in die Downing Street bringen. Doch ihre Vision war, Großbritannien zum Wirtschaftswunderland zu machen, mit niedrigen Steuern und hohem Wachstum. Als könnte sie das erreichen, ohne zu sagen, wie es gegenfinanziert werden soll. Das war verantwortungslos. Es folgte der Absturz der Märkte und der Einbruch des britischen Pfunds. Schritt für Schritt musste Truss ihre Versprechen zurücknehmen. Auch die angekündigte Deckelung der Energiepreise hat sie wieder kassiert und damit für Wut und Enttäuschung bei den Briten gesorgt. Denn die kämpfen längst mit den Folgen des Brexits und mit einer Wirtschaftskrise, in der die Preise ebenso steil steigen wie die Zinsen für Hypothekendarlehen fürs eigene Heim. Truss sagte heute, sie habe ihr Mandat verloren. Das allerdings hatte sie nur von der eigenen Partei bekommen. Nicht mal 80.000 Tory-Mitglieder haben sie gewählt. Doch mit diesem Desaster hat auch die Partei jede Legitimation verloren. An Neuwahlen, wie sie die Opposition fordert, führt daher kein Weg vorbei. Aber was machen die Konservativen? Sie versuchen ein weiteres Mal, die Nachfolge unter sich auszumachen. Und Boris Johnson lässt schon aus der Karibik verkünden, er stehe bereit. Das ist das Letzte, was die Briten brauchen. Die Meinung von Gabi Kostotz.
In Zeiten wie diesen tut die Politik gut daran, immer wieder zu sagen, was war und was ist. Schließlich ist die Welt eine andere seit dem 24. Februar. Und so wollte der Kanzler heute im Bundestag noch einmal klar und deutlich sagen, dass es Putin ist, der die Verantwortung trägt für alle künftigen Entbehrungen. So eine Regierungserklärung kann aber auch eine gute Gelegenheit sein, zu erklären, was noch kommen wird und was genau die Bundesregierung beabsichtigt zu tun, um die Deutschen in der Energiekrise nicht allein zu lassen. Ob der Kanzler diese Gelegenheit genutzt hat? Christian Feld. Das wirkt doch alles ganz friedlich auf der Regierungsbank nach AKW-Zoff und Kanzlermachtbrief. An diesem Vormittag im Bundestag ist wieder klar erkennbar, wer eigentlich im selben Boot sitzt, die Ampelpartner, und wer mit wem streitet. Regierung mit Opposition. Regierungserklärung in unsicheren Zeiten. Putin hat gehofft, uns mit dem Abdrehen des Gashahns erpressen zu können. Doch auch da hat er sich verrechnet. Unterstützung für die Ukraine, das ist nur ein Punkt im Kanzlermanuskript. Waffen, Ausbildungsmission, Wiederaufbau. Aber auch Unterstützung für die Menschen im eigenen Land, die mit horrenden Energiepreisen kämpfen. Alles im Griff, so das Versprechen. Niemand, keine Familie, keine Rentnerin, kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben, vor den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden. Oppositionsführer Merz hatte den Kanzler hier im Bundestag zuletzt zu ungekannten Gefühlsausbrüchen angestachelt. Heute bleibt es ruhiger. Kritik hat der CDU-Chef natürlich dennoch. Stichwort Gaspreisbremse. Nichts Konkretes habe man in der Rede erfahren. Deutschland dürfte in Brüssel bewertet werden als das Land in Europa, dessen Regierung in den letzten Monaten am heftigsten gestritten und mit am wenigsten erreicht hat bei der Entlastung der privaten Haushalte und der Unternehmen. Der 200 Milliarden Abwehrschirm, der gerade geplant wird. Sie sollten nicht einfach nur sagen, das läuft nicht gut. Machen Sie doch mal einen Vorschlag. Wo sind Sie denn da? Wobei an Vorschlägen aus der Opposition mangelt es nicht. Die Linke fordert mehr Geld für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Bisher biete Scholz nur Entlastungspäckchen an. Sie als Norddeutscher sollten doch wissen, es reicht nicht, den Deich auf 2 Meter aufzuschütten bei 10 Meter Hochwasser. Da braucht es mehr, um die Katastrophe zu verhindern. Das ist die Wahrheit. Die AfD wirft der Regierung einen selbstentfachten Wirtschaftskrieg vor. Beenden Sie Ihre wertegeleitete Sanktionspolitik und stoppen Sie die Waffenlieferung an die Ukraine. Helfen Sie, den Krieg in Europa durch Verhandlungen zu beenden. Der Aggressor sitzt im Kreml. Es sind Ihre Freunde im Kreml, die diese Menschen angreifen und terrorisieren. Es ist doch Wladimir Putin, der nicht über Frieden reden will, sondern Kampfdrohnen nach Kiew geschickt hat. So prallen an diesem Vormittag im Bundestag sehr unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Doch Olaf Scholz hat ja noch eine weitere Konfliktbaustelle in Brüssel. Mehrere EU-Staaten wollen einen Gaspreisdeckel, Scholz nicht so sehr. Ein politisch gesetzter Preisdeckel birgt aber immer das Risiko, dass die Produzenten ihr Gas dann anderswo verkaufen und wir Europäer am Ende nicht mehr Gas bekommen, sondern weniger. Aber das kann er nicht hier klären. Sondern in Brüssel. Was die Europäer derzeit eint, ist die Sorge, ausreichend Strom und Gas für den Winter zu haben. Doch wie Energie bezahlbar bleiben soll, da gehen die Meinungen auseinander. Wir haben Olaf Scholz eben gerade gehört. Er befürchtet, dass im Falle eines europäischen Preisdeckels dieser Gastanker vor der Küste Spaniens einfach wieder umdrehen und sich einen neuen Käufer suchen könnte. Doch das sei nur eine German-Angst. Sagen nicht wenige heute in Brüssel. Michael Grütz. Wenn die Wohnungen warm bleiben und Deutschland in diesem Winter über genügend Gas verfügt, hat das auch viel mit Belgien zu tun. Der Hafenseebrügge ist in den vergangenen Monaten zu dem Umschlagplatz in Europa für Flüssiggas geworden. Über Pipelines und Trucks gelangte von Belgien aus zuletzt 4-mal so viel Gas nach Deutschland, wie die Belgier selbst verbrauchen. Und es soll noch viel mehr werden. Das LNG-Flüssiggas, importiert über Belgien, ersetzt immer mehr russisches Gas, ist allerdings auch deutlich teurer. Und nach dem Winter müssen die Speicher wieder aufgefüllt werden, zum ersten Mal ohne russisches Gas. Dann drohen wegen der hohen Nachfrage erneut drastische Preissteigerungen. Genau die wollen viele in der EU nicht mehr mitmachen.
Wir wollen Maßnahmen, die sofort Resultate bringen. Und diese Maßnahme heißt Preisdeckel, ein Preisdeckel auf die Gaspreise. Price Cap an sich ist eine richtige Maßnahme, aber Achtung, ein Price Cap darf nicht dazu führen, dass das Angebot sich verknappt. Dass diejenigen, die Gas haben, sagen, naja, wenn Europa nicht bereit ist zu zahlen, dann verkaufen wir das Gas nach Asien. Und genau diese Position vertreten die Niederlande und Deutschland. So hartnäckig, dass es bereits einige Missstimmungen gibt. Normalerweise haben wir hier einen Geist des Kompromisses. Wir versuchen zu verstehen, welche Sorgen die anderen haben. Und ich hoffe, dass Deutschland dieses Gespür für einen Kompromiss ebenfalls findet. Frankreichs Präsident Macron warnte den deutschen Bundeskanzler sogar überraschend deutlich davor, sich zu isolieren. Es knirscht zwischen beiden. Und Macron stand selbst in der Kritik, auch weil Frankreich sich geweigert hatte, eine Pipeline für Gas und später grünen Wasserstoff von Spanien über Frankreich bis nach Mitteleuropa zu unterstützen. Scholz versuchte, ihn umzustimmen. Nun soll es eine Lösung geben. Wir werden in den nächsten Wochen intensiv daran arbeiten, mit der Iberischen Halbinsel einen Korridor zu bauen für grüne Energien zwischen Portugal, Spanien und Frankreich und von Frankreich zum Rest Europas. Die schwere Energiekrise bewegt also doch einiges. Dazu gehört auch, dass Deutschland, Belgien, die Niederlande und Dänemark zusammen in der Nordsee die Windkraft massiv ausbauen, um Nordeuropa mit erneuerbarem Strom und später grünem Wasserstoff zu versorgen. Aber bis das alles wirkt, dauert es noch Jahre. Genügend preisgünstige Energie aber fehlt jetzt. Ob ein Preisdeckel dabei hilft oder nicht und ob er denn kommt, wird heute noch für längere Diskussionen sorgen. Ja, fragen wir Markus Preis in Brüssel. Markus, warum fällt es den EU-Spitzen so schwer, sich zu einigen? Ja, zum einen stehen, glaube ich, alle Regierungen massiv zu Hause unter Druck, dass eine Lösung her muss, weil eben dieses Thema ganz viele Bürger und Firmen richtig Sorgen macht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man da natürlich ein Thema angeht, was man auch ganz prinzipiell nicht so einfach lösen kann. Also mit einer politischen Entscheidung dafür zu sorgen, dass Gas auf dem Weltmarkt billiger ist, das ist ein schwieriges Unterfangen. Und dann kommt noch hinzu, dass unterschiedliche Länder ganz unterschiedliche Hauptprioritäten haben. Also zum Beispiel für Länder wie Italien ist es am allerwichtigsten, dass der Preis sinkt. Für andere Länder, wie zum Beispiel die Niederlande, die wollen, dass die Entscheidungen, die hier getroffen werden, auf keinen Fall die Inflation noch weiter anschieben. In den Niederlanden liegt die nämlich bei über 17%. Und dann Länder wie Deutschland, die sagen, das Allerwichtigste bei allen Entscheidungen ist, dass es keinen Blackout gibt, dass es keine Versorgungslücken gibt, dass wir immer Strom und Gas haben. Und wenn man diese Gemengelage sieht, dann weiß man, warum die jetzt so lange zusammensitzen und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Wir haben es gerade gehört, besonders zwischen Scholz und Macron knirscht es gerade ganz schön. Wie sehr denn? Wie schwer sind die deutsch-französischen Beziehungen angeknackst? Also ich würde sagen, das war heute schon ein Tag, wie man ihn selten erlebt hat in den deutsch-französischen Beziehungen. Das ist ja ein Paar, was sich immer als Paar, als Tandem, als Motor, als Anker der EU verkauft. Und wenn man dann zwei Staats- bzw. Regierungschefs sieht, die sich auf offener Bühne entweder vorwerfen, dass, wie es Macron getan hat, dass sich Deutschland isoliert, oder dass der deutsche Bundeskanzler hingeht und darauf hinweist, dass immerhin 26% des EU-Budgets aus Deutschland überwiesen werden, dann weiß man, wie angespannt da die Nerven sind. Das hat sich auch in den vergangenen Monaten schon ein bisschen abgezeichnet. Das ging zum Beispiel damit los, dass Deutschland versucht hat, dass die Atomkraft in der EU nicht so stark gefördert wird, sehr zur Verstimmung von Frankreich. Das sieht man daran, dass Rüstungsprojekte, die angekündigt wurden, nicht so stark laufen. Frankreich war auch sehr verstimmt darüber, dass Deutschland zum Beispiel amerikanische Kampfjets jetzt mit dem Sondervermögen kauft. Und man hat es auch zum Beispiel in der vergangenen Woche gesehen, da hat ja Deutschland, auf deutsche Initiative wurde da ein Flugabwehrsystem gestartet, was aufgebaut werden soll für Europa. Frankreich hat die Unterschrift dazu nicht mitgegeben. Also man sieht, da ist einiges an Spannung da. Nächste Woche will der Bundeskanzler nach Paris reisen. Einschätzung von Markus Preis aus Brüssel. Vielen Dank. So präsentiert sich Russlands Armee am liebsten. Eine Choreografie der Uniformen, unbesiegbar und strotzend vor Kraft. Wie hier am 9. Mai dieses Jahres, am sogenannten Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Und dennoch lässt sich nicht mehr verbergen, dass es inzwischen auch ein ganz anderes Bild gibt. Reservisten, die nach der Teilmobilmachung zum Kampf in die Ukraine geschickt wurden, kehren nun zurück in Särgen.
Dieses Bild soll nicht gezeigt werden. Demian von Osten war in Kamjensk-Uralski, gut 100 Kilometer entfernt von Jekaterinburg, östlich des mittleren Urals. Und er hat mit Menschen gesprochen, die nun ihre Brüder, Väter, Freunde zu Grabe tragen müssen. Einer der ersten seit Ende September in Russland Mobilisierten, der schon gefallen ist. Der Automechaniker Artyom Nebajew. 10 Tage nach seiner Einberufung ist er bei Kämpfen in der ukrainischen Region Cherson gestorben. Im Alter von 40 Jahren. In Kamjensk-Uralski, seiner Heimatstadt, geben sie sich Mühe, ihre Gefallenen in Würde zu verabschieden. Eine Zeremonie auf der sogenannten Allee des Ruhms. Wir werden immer unserer Helden gedenken. Wir sind stolz auf unseren Landsmann, den jungen Mann hier aus dem Ural. Ewiger Ruhm dem Helden in liebevoller Erinnerung. Seinen Einberufungsbescheid habe sich Artyom freiwillig beim Wehramt abgeholt, erzählt sein Bruder Ivan. Er hatte Kampferfahrung und wollte unbedingt an Russlands sogenannter Spezialoperation teilnehmen. Er ist Soldat, das war er immer. Dann hat er sich aufgemacht. Er wollte seine Heimat verteidigen. Kamjensk-Uralski, eine triste Großstadt von knapp 160.000 Einwohnern, nicht weit von Jekaterinburg entfernt. Trotz der getöteten Soldaten aus der Region, die meisten in der Stadt fühlen sich vom Krieg in der Ukraine über 2000 Kilometer weit weg nicht direkt betroffen. Das sind wirklich keine guten Ereignisse, aber hier habe ich davon noch keine Auswirkungen gemerkt. Natürlich hätte ich gerne, dass es friedlich gelöst würde, alle zu Hause wären und niemand getötet würde, aber ich entscheide ja nichts, dafür gibt es andere Leute. Selbst wenn Krieg ist, kann der doch politische Konflikte nicht lösen. Das kann nur unser Präsident, der über uns steht. Wir normalen Bürger können da in keiner Weise helfen. Auf dem Friedhof von Kamjensk-Uralski liegen zahlreiche weitere Soldaten aus der Stadt, die in der Ukraine gestorben sind. Vor der Kamera wollen die offiziellen Vertreter nicht mit uns reden. Mehrfach hören wir hier aber schwere Enttäuschung, dass sich Deutschland gegen Russland gestellt habe und jetzt Waffen in die Ukraine liefere. Kritik an der eigenen russischen Regierung, Fehlanzeige. Dafür Gefühle nach Rache gegenüber der Ukraine. Wir vernichten sie und stellen die Ordnung dort wieder her. Ordnung in unserer Ukraine, da wo unsere Brüder und Schwestern leben. Es wird die Zeit kommen und auch wir Älteren gehen dahin, wenn man uns ruft. Es ist die Verpflichtung eines jeden Mannes, seine Heimat zu verteidigen. Die Heimat verteidigen heißt auch in der Ukraine? Egal, wohin uns unser Heimatland ruft, wir gehen dahin. Unser Besuch in der Stadt bleibt nicht unbemerkt. Ein Telegram-Kanal aus der Region schreibt später, die deutschen Journalisten profilierten sich auf Kosten der Getöteten. Ein Foto von einer Überprüfung unserer Dokumente spielen die örtlichen Behörden diesem Kanal zu. Salutschüsse und die russische Hymne zu Ehren von Artyom Nebajew, dem getöteten Soldaten. Die Sorge in Kamjensk-Uralski geht um, dass noch weitere junge Männer aus der Region nur in Särgen wieder zurückkehren. Und nun zu den Nachrichten mit Jens. Die beginnen mit einem Brand in einem Flüchtlingsheim in Mecklenburg-Vorpommern, bei dem jetzt der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen hat. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und vermutet einen politischen Hintergrund. Das Gebäude in Großströmkendorf bei Wismar wurde durch das Feuer in der Nacht fast völlig zerstört. Die 17 Bewohner, vor allem Flüchtlinge aus der Ukraine, konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Rauch und Qualm steigen heute, auch noch Stunden nach dem Brand, aus der Ruine. 14 Geflüchtete aus der Ukraine und 3 Mitarbeiter des Roten Kreuzes konnten das redgedeckte Haus, ein ehemaliges Hotel, rechtzeitig verlassen. Bundesinnenministerin Faeser machte bei ihrem Besuch am Abend klar: Die Vermutung ist da, dass es sich um einen Brandanschlag handeln könnte. Und dann müssen wir prüfen, wer ist dafür verantwortlich. Und die Antwort des Staates ist dann eine sehr harte. Wir werden mit allen Mitteln des Rechtsstaates durchgreifen. Die Tat muss verfolgt werden. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte, Hetze und Gewalt werde nicht geduldet. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund. Unbekannte hatten erst kürzlich ein Hakenkreuz an ein Schild vor der Unterkunft geschmiert. Ob es einen Zusammenhang gibt, wird geprüft. Ebenso wie eine mögliche Verbindung mit einer Serie von
Bränden in der Region. Die Rechtsanwaltskanzlei Lutz Abel hat dem RBB Rundfunkrat einen Zwischenbericht zu den Ermittlungen rund um die entlassene Intendantin Schlesinger vorgelegt. Die Anwälte sehen darin unter anderem den Vorwurf bestätigt, dass Schlesinger eine Reise nach London zu Unrecht als Dienstreise abgerechnet hat. Zudem habe sie verschwiegen, dass sie auf der Reise von ihrem Ehemann begleitet wurde. Der Abschlussbericht der Kanzlei soll voraussichtlich bis Ende des Jahres vorliegen. In Italien haben knapp einen Monat nach der Wahl die offiziellen Gespräche zur Regierungsbildung begonnen. Zunächst sprach Staatspräsident Mattarella mit Vertretern der kleineren Parteien und der Opposition. Außerdem kam der neue Präsident des Senats, La Russa, in den Quirinalspalast. Er gehört den Wahlsiegern an, der neofaschistischen Fratelli d'Italia. Anschließend wurde der Vorsitzende der zweiten Parlamentskammer Fontana von der rechtspopulistischen Lega empfangen. Drei rechtsgerichtete Parteien hatten die Wahl gewonnen. Russland greift im Krieg gegen die Ukraine weiter gezielt die Energieinfrastruktur an. Präsident Zelensky sagte, es seien inzwischen etwa 40% der Anlagen beschädigt. Stromexporte in die EU, unter anderem nach Polen, wurden bereits eingestellt. Im Land selbst sind Strom, aber auch Gas und Wasser zeitweilig abgeschaltet. Kiew will so den Verbrauch um ein Fünftel verringern. Der russische Angriffskrieg hat es gezeigt, die Risiken von wirtschaftlichen Verbindungen mit autoritären Regimen sind hoch. Wohl ein Grund für den Widerstand von gleich 6 Bundesministerien gegen die von Bundeskanzler Scholz unterstützten Pläne, Teile des Hamburger Hafens an ein chinesisches Staatsunternehmen zu verkaufen, so Recherchen von NDR und WDR. Gleichzeitig weiten deutsche Firmen ihre Investitionen in China weiter aus. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China ist noch weiter gewachsen. Die meisten Firmen praktizieren eine Weiter-so-Politik. Sie wissen um mögliche China-Risiken, wischen sie jedoch vom Tisch. Im ersten Halbjahr investierten deutsche Firmen die Rekordsumme von 10 Milliarden Euro in China. Der höchste Wert seit 2006. Allein von 4 deutschen Konzernen stammt ein Drittel aller europäischen Investitionen. VW verkauft fast jedes zweite Auto in China. Mercedes und BMW sind ebenfalls stark engagiert. Der Chemiekonzern BASF plant alleine eine 10 Milliarden Euro Investition in ein neues Werk in China von der Größenordnung des Stammsitzes Ludwigshafen. China dominiere den Wachstumsmarkt Chemie, daher könne man nicht vor Ort sein, erklärt die BASF, trotz aller Risiken. Ein Dübel ist für sich genommen ein komplett nutzloses Ding. Er kann nur überleben in der Symbiose mit der Bohrmaschine, ohne die noch kein Dübel je in einer Wand verschwand. Doch während der Dübel, wenn es gut läuft, danach 30 Jahre seinen zuverlässigen Dienst in der Wand versieht, hat man die Bohrmaschine nur für Sekunden gebraucht und nun liegt sie wieder für lange Zeit ungenutzt im Keller. Warum also dann überhaupt eine besitzen? Was, wenn wir uns all die Dinge, die wir nur hin und wieder mal brauchen, ausleihen könnten? Wie ein Buch in einer Bibliothek. In Bochum versucht man das jetzt mit einer Bibliothek der Dinge. Susanna Stahleck. Statt kaufen, ausleihen. Fondue-Töpfe, Bohrmaschinen, Inlineskates. Bibliotheksmitglied Gabriele von Walert bringt ein Passiergerät zurück, eine sogenannte Flotte Lotte. Auf jeden Fall mega cool. Apfelmus und Quittenmus. Ich habe Quittenbord gemacht. Großartig. Ja. Manche Leute haben sowas zu Hause stehen. Sie haben sich das hier geliehen. Ja, weil ich bin relativ sparsam eingerichtet und überlege mir jedes Teil, ich habe nicht so viel Platz, ob ich das wirklich dauerhaft in meiner Küche deponieren möchte oder ob ich mir das nicht hier ausleihe, wenn ich es brauche. 2000 Gegenstände hat die Bibliothek der Dinge in Bochum im Angebot. Vom Stand-Up-Paddleboard über Fahrradhelme bis zu Koffern. Der passt, den würde ich gerne nehmen. Student Felix Bühlbecker kommt etwa einmal im Monat hierher, meistens zusammen mit Tochter Cassandra. Für 100 Euro Jahresbeitrag darf er so oft etwas leihen, wie er möchte. Insbesondere im Kinderspielzeug ist es ja so, dass bestimmte Sachen ein paar Wochen vielleicht interessant sind und dann nicht mehr. Und dann für diese paar Wochen kann man das ja wunderbar hier ausleihen, wir sparen Geld. Und dann kann sich jemand anders ausleihen und hat auch seine Freude daran.
Bibliotheken der Dinge gibt es inzwischen in vielen Städten, meist angedockt an Stadtbüchereien. Das Angebot in Bochum ist besonders groß, füllt eine alte Industriehalle. Jeder Gegenstand ist in einem Online-Katalog verzeichnet und kann vorbestellt werden. Die Bibliothek ist ein Konzept, was in Gesellschaften schon seit vielen Jahrhunderten verankert ist. Und das ist einfach sozial erprobte Praxis, die einfach in den Gesellschaften tatsächlich anerkannt und eingeübt wurde. Die BIP der Dinge will den Verbrauch von Ressourcen verringern und Menschen Zugang zu Gegenständen ermöglichen, die es sich sonst nicht leisten könnten, auch angesichts steigender Preise. Und auch am Konzept wird weiter gefeilt. Dann läuft es darauf hinaus, dass man irgendwann online sich ein Ding aussucht, es ordert und 30 Minuten später wird es dann mit einem Shuttle-Service geliefert. Die Vision ist tatsächlich dann, das Leihen einfacher zu machen als das Kaufen. Es ist eine simple Idee. Eine Idee mit Zukunftspotenzial, die sich in Deutschland immer weiter ausbreitet. Gute Idee. Und Donald teilt jetzt sein Wissen übers Wetter. Wie wird's? Ja, genau. Viel zu warm wird es bleiben und wir können uns mal zusammen anschauen, warum das so ist. Und zwar ist es einfach auch die Wetterlage. Jetzt brauche ich meinen Spickzettel. Georgina, das ist dieses Tief. Und dann kommt in den nächsten Tagen Helgard ins Spiel. Das ist dieses Tief und das wird sich sogar auf dem Weg in Richtung Süden noch verstärken. Warum ist die Wetterlage so? Die kalte Luft muss hier über dem Atlantik in Richtung Süden, kommt also weit nach Süden voran bis zu den Azoren und auch bis nach Portugal. Dort ist es sogar zu kalt für die Jahreszeit. Aber dieses Tiefdrucksystem dreht sich hier entgegen dem Uhrzeigersinn und deswegen wird auf der Vorderseite dieser Tiefs immer noch die überwiegend sehr warme Luft, viel zu warme Luft oder sogar extrem warme Luft zu uns geführt. Also wir liegen teilweise 10 Grad über den Normalwerten. Die kalte Luft, die ist dann erst über Russland wieder auf dem Weg in Richtung Süden. Und wir können jetzt mal anschauen, wie sich das Ganze dann bewegt aussieht. Und da sehen wir, dass dann natürlich mit dieser warmen Luft, die dann teilweise hier sogar aus Marokko und Algerien angezapft wird, mit den Wolken in unsere Richtung vorankommt. Das sind auch ein paar eingelagerte Regengebiete. Das heißt, es geht zwar etwas unbestimmt ständig weiter in den nächsten Tagen, aber auf jeden Fall zu warm. Das sehen wir auch auf dem 15-Tage-Trend für Leipzig. Es kann sogar am Montag noch mal etwas aufwärts gehen auf 22, 23 Grad. Und wir sehen erst dann zum Ende des Monats, zu Beginn des Novembers, dann einen deutlichen Abfall. Also bis dahin bleibt es in der nächsten Woche noch viel zu warm. Schauen wir jetzt in die nähere Zukunft mit Hilfe des Films. Wir sehen hier Schauer und Gewitter, die heute Nacht dann schon in Richtung Norden ziehen. Auch der Regen im Osten wird Richtung Norden abziehen. Dann gibt es am Vormittag von der Nordsee bis nach Sachsen mal Aufhellung. Aber Sie sehen schon, der nächste Regen von Südwesten her ist dann auch schon wieder schnell unterwegs. Wird sich dann auch wieder nordostwärts ausbreiten. Aber die Luft, wie gesagt, bleibt warm. Im Westen morgen dann am Nachmittag mit am freundlichsten. Schauen wir auf die Temperaturen morgen früh. Im Osten sind es zum Teil einstellige Werte. Für die meisten 10 bis 15 Grad. Im Südwesten wahrscheinlich zum Teil nicht unter 16. Das sind schon fast sommerliche Werte. Die Höchsttemperaturen auch fast sommerlich. Bis zu 21 Grad sind möglich mit längerem Sonnenschein. Für die meisten 15 bis 18 Grad. Nur an der Küste und im höheren Bergland so 13 bis 14 Grad. Aber auch das ist natürlich viel zu warm für die Jahreszeit. Wir schauen mal auf den Trend für die nächsten Tage. Am Samstag wird es vor allem Richtung Bayern noch längere Zeit regnen. Einzelne Schauer im Osten und im Norden, die ziehen aber ab. Von Westen her wird es freundlicher. Temperaturen dort 21, 22 Grad. Der Sonntag beginnt sehr ruhig mit Nebelfeldern und viel Sonnenschein. Später kommen einzelne Schauer und Gewitter von Westen her. Aber wie wir sehen, bei den Temperaturen geht es weiterhin im Bereich zwischen 18 und 23 Grad. Viel zu warm weiter. Danke, Donald Becker, für die Aussichten zum Schluss unserer Sendung. Hier im Ersten empfängt sie jetzt Caroline Kebekus mit ihrer Show. Heute geht es bei ihr um die Proteste im Iran. Ja, und das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt bringt sie um 0:20 Uhr auf den neuesten Stand. Tagesthemen gibt's morgen wieder. Bis dahin.